Da kann ich jetzt einstellen. Alles auf hoch. Mach aber das Anti-Aliasing ein bisschen runter. An alle Einheiten. Ja, sie haben mich schon wieder gesehen durch den Zaun. Bewegungsunschärfe aus. Ich kann es mir einfach nicht erklären. Sicht und Schatz zum Verdächtigen! Einheiten vor Ort ermittelt. Wie kommen die da rein? Jetzt sind es noch 20 FPS. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, woran es liegen kann. Ich kann halt so nicht spielen, das ist das Problem, ne? Es leckt halt bei mir extrem. Ich sehe den Verdächtigen. Ey. Ja, Leute, ich habe gar nichts in der Hand, ne? Ohne Scheiß. An alle Einheiten. Der Verdächtige führt jetzt ein Fahrzeug. Also ich kann es mir nicht erklären, ne? Standbild jetzt. Es geht so, so gibt es gar nicht. Was ist denn, wenn ich OBS was mache? Also. Absolut null Plan, was es ist. Leckt das im Stream nicht Mörder? Also bei mir ist echt dir schon gerade. Achtung, alle Einheiten. Verdächtiger befindet sich in South Down. Ich glaube, ich gebe die Quest ab und dann. Keine Ahnung. Lass es von Nvidia mal optimieren, aber es wird nicht springen, glaube ich. Das scheint ja irgendwie. Oder ich lasse das Spiel mal reparieren. Das ist noch eine Möglichkeit. Das kann ich mal machen. Natürlich muss ich genau vor der Polizeistreife, ne? Beende den Kampf. Ich raste aus. Manchmal glaube ich, mein Leben meint es einfach nicht ernst mit mir. Ich hab ihn gefunden, helft mir! Achtung an alle Einheiten im Umkreis. Es gab ein Tötungsdelikt in South Down. Der Verdächtige kann ich vielleicht einfach ein männlicher Farbiger. Eingreifen erforderlich. Vor allen Dingen keine Munition. So sieht der Teufel sein Frühstück! Die Bullen loswerden. Ich habe keine Medizin, ich habe keine Munition. Und ich bin in der Sackgasse. Die Bullen sind in diesem Spiel vor allen Dingen richtig lästig. Es gibt nichts Schlimmeres als die Bullen in Mafia. An alle Einheiten. Verdächtiger außer Sichtweite. Ich wiederhole, weil die spawnen, droppen keine Munition. Keine Spur von ihm hier. Sehen wir da drüben nach. Das ist. Oh. Kann nicht mal den.
Kann nicht mal den Gefallen einlösen, ne? Entfernt blaue Fahndungszone. Die Pistbullen hier in South Downs gehen mir auf den Sack. Ha. Alles klar. Doch, geht doch. Schnell abgeben. Ich könnte in Rente gehen. Was tue ich dann? Hühner züchten? Bei meiner Arbeit in der Bar lerne ich jeden Tag neue und interessante Menschen. Enter. Sie sind ja ein echtes Ass. Danke, dass Sie meinen Truck zurückgeholt haben. Sagen Sie mal, könnten Sie ein Schießeisen gebrauchen? Nee, nicht nötig. Artie hat mich vor kurzem angerufen. Hat mich 20 Minuten lang angeschissen. Wollte mich unbedingt in Mama Rigettis Bäckerei treffen, wo immer das sein mag. Keine Sorge, das finde ich schnell raus. Gut, dass Sie sich um ihn kümmern. Keiner erhebt die Stimme gegen Grand Perdue, Kamerad. Eine Frechheit. Ein Tipp gefällig? Fernhalten von der Mafia. Dann lebt man länger. Ich will dir nicht sagen, wie du, also was zu tun ist, aber wenn Artie in der Bäckerei ist, solltest du was gegen ihn unternehmen. So. Ich? Bin dabei, Junge. Lass mich schon mal warm laufen. Ja, schön Porsche. Das soll, glaube ich, ein Porsche sein. Ich habe hier einen Wagen für dich. Ich weiß das zu schätzen. So. Hier muss ich rum. Jetzt geht's halt schon los, ne? Flames fangen jetzt schon an runter zu droppen auf 40. Was ist hier eigentlich los? Kann man sich doch Geld holen, oder? Müssen wir jetzt kurz machen, ich muss aber vorher. Lass uns was von dem Bargeld einbunkern. Die Kohle loswerden, die ich hab. Etwas Geduld, bin sofort da. Und vielleicht. Bisschen einkaufen. Ich könnte hier in South Downs eine Lieferung gebrauchen. Komme schon, nur einen Augenblick. Was du drauf hast. Immer am sichersten unterwegs. Melde dich, wenn du mich brauchst. So. Mach die Hucke auf. Zeig mir mal, was du hast. Munition aufstocken. Ich kaufe jetzt hier einfach mal 4 Spritzen. Oder auch 6. Mehr geht nicht. Und eine Weste. Scheiß auf die Kohle. Den Style und aufs Geld. Du weißt, wie du mich finden kannst. Warte mal. Ist das eine Pistole? Nein, das ist eine MP. Irgendwer hat dem Idioten eine Waffe gegeben. Oh ja, schwebende Aschenbecher. Das ist so ein typisches Beispiel, ne? Hier hat sich jemand Mühe gegeben. Vielleicht den Kanal jetzt raus aus dem. Ich hab einen entdeckt, Jungs! Er tötet unsere ganze verdammte Gruppe! Los, umgeh ihn! Hast du gerade eine Handgranate mitgeschmissen? Bist du denn völlig irre? Können sich Leute verletzen dabei? Oh, hier gibt's ordentlich Geld. Sieht aus, als wäre hier ein illegales Glücksspiel. Gut, dass wir den Ring gesprengt haben. Gut, ich muss sagen, RAM könnte vielleicht sein. Ne? Ich hab nur 12 GB. Wahrscheinlich ist das der Grund. So. Ich unterstütze kein illegales Glücksspiel, deswegen habe ich das hier mal übernommen. Komischerweise läuft es jetzt performanter. Ich habe keine Ahnung warum. Ne? Das ist immer. Wahrscheinlich würfelt Mafia kurz vorher und entscheidet anhalt des Glücksprinzips, wo es jetzt performant läuft und wo nicht. Du
Oder Nvidia hat wirklich die mächtigen Einstellungen getroffen. Und deswegen läuft es jetzt. Alter, was ist denn hier los? Ernsthaft, Leute? More people here? Aber wir haben auch direkt mal die Weste eingebüßt, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Vor allem hier war ich ja auch gerade schon mal. Ins Gesicht geschossen. Okay, suchen wir woanders weiter. Verdammt, was ist hier los? Rein hier, durch die Wand. Durch die Wand werde ich gehört, gesehen, was auch immer. Ich treib ihn schon raus. Wir müssen einfach nur den Knüppel überwältigen, ne? Dann gehört das Ding ja uns. Ich wusste es. Aber ich glaub's nicht. Vielleicht hilft das ja. Schön die Kehle durchschneiden und dann mit dem Messer in den Kopf stechen. Ich denke schon, dass es geholfen hat. Bei der Erinnerung. So, jetzt vergebe ich das Gebiet jetzt, oder was? Ich muss mir jetzt gerade mal überlegen, wo das war. Es müsste genau bei Vitos Gebiet angrenzen, deswegen sollte ich es Vito geben. Vor allem müsste ich auch mal langsam dem Schotten oder Iren was zu spielen. Ansonsten habe ich das Problem, dass er vielleicht wirklich irgendwann mal sagt. Es wird wirklich passen, aber ich erwarte, dass du an mich denkst, wenn es um die Vergabe des Bezirks geht. Ja, so einfach geht das, ne? Scheiß drauf, wie viele Leute da noch sind. Sobald der Chef tot ist, hauen alle rein. Hallo Lincoln, checkst du den Laden aus? Marcano hatte hier ein gutes Geschäft laufen, aber wir arbeiten daran, es weit zu übertreffen. So, ich kann mir gar keine Heilung holen, ich habe ja alles voll. So, jetzt müsst ihr noch Soundtowns, genau. Dann hat Vito 4 Gebiete. Ja, das ist hier oben ein bisschen blöd für Dingens, ne? Und das hier unten könnte noch Cassandra bekommen. Und ja. Ja, schauen wir mal, kriegen wir schon irgendwie hin. Hallo Lincoln, der Job ist weit besser als der im Hafen. Ich krieg noch immer nicht den Geschmack von Fischblut aus dem Mund. Komme ich jetzt hier wieder raus? Hallo Lincoln, checkst du den Laden aus? Marcano hatte hier ein gutes Geschäft laufen, aber wir arbeiten daran, es weit zu übertreffen. Wo war denn eigentlich mein Auto? Das stand auf der anderen Seite, ne? Habe ich das nicht hier geparkt gehabt? Schrecklich. Bin, glaube ich, gerade aus einer anderen Tür rausgelaufen, kann das sein? Schwächeanfall. Ich könnte mir auch einfach ein neues holen. Warte mal, vielleicht ist das hier drin. Hui. Ne, ist es nicht. Also hole ich mir einfach ein neues. Kostet ja nichts. Haha, so. Schade, ist der noch. Ich könnte auch mal einen anderen austesten. Das war jetzt nicht unbedingt ein Nutzfahrzeug, aber... Den hatte ich ja gepimpt. Ob der genauso gepimpt wieder herkommt, wie ich ihn...
Testen wir's mal. Wir brauchen neuen Schlitten in Southdowns. Irgendwas Schnelles. Ah, das bestimmt. Ich geh noch eben pissen, dann bring ich ihn raus zu dir. Aber ich kann es nicht sauber halten bei den ganzen Kids, die da ihre Partys feiern. Ist ja echt super, dass die Karre gecleant ist, ne? Ich habe letztens irgendwie $12,000 reingesteckt, um das aufzuschätzen. Und jetzt ist es einfach normal. So, kurz die Kontrolle verloren. Und schon geht's wieder los mit den Low FPS. Kann halt nicht mal richtig Auto fahren, ne? Das ist das Problem. Ich fahr hier wie so eine Gurke durch die Gegend. Schande, wie diese Stadt vor die Hunde geht. Wo ist denn das? Hier? Oben? Oben. Wenn man schon in der Bruchbude wohnt, dann wenigstens im zweiten Stock. Kennen wir uns? Hey, du bist doch Sweet Danny Little. Magst du Boxen? Bisschen. Es gibt Leute, die sagen, du hast das Zeug, ein Champion zu werden. Du hast bald diesen Kampf, richtig? Darum brauche ich deine Hilfe. Die Marcano-Typen haben so einen Kerl, heißt Two Dicks Peralta. Hat ein Wettbüro in Wilcox Saloon. Er kommt beim Sparring zu mir und sagt, ich muss in Runde 5 K.O. gehen. Sonst... Und du dann? Hab gesagt, er kann mich mal. Am nächsten Tag bricht jemand meinem Bruder dreimal den Arm. Ist okay? So läuft das da. Two Dicks hat sich wohl sogar diesen Jungen geschnappt, Eddie Kenner. Schätze, den will aber eher für inoffizielle Kämpfe nehmen. Man kennt ja die Niggerkämpfe. Massig Kohle zu holen, wenn man weiß, wie die ausgehen. Fuck. Ich gehe mal zu Tudix Leuten. Vielleicht finde ich was über ihn heraus. Vielleicht finde ich ja sogar Eddie. Red doch mal mit Peraltas Leuten, wenn du wissen willst, was er plant. Ja, die Wagen lassen sich generell schlechter steuern. Tudix verdient eine Menge beim... Okay, ich soll irgendwelche Automaten manipulieren. Ja, die Autos, man kann einstellen, dass sie sich realistisch steuern. Kann auch gut sein, aber ich komme damit immer nicht klar. Also ist immer so ein bisschen, vor allem weil es Heckantrieb sind. Das sind alles Heckantriebautos generell. Sorry. Und komme ich halt überhaupt nicht mit um, ne? Hier rum zu... Er weiß Bescheid. Er geht in der vierten Runde zu Boden und alle sind zufrieden. Ich hab da so einen Plan. Versuch. Lass mich pushen. Lass ihn doch nicht verhören. Mein Gott. So. Was geht da ab in der Sportsbar? Der Boss hat irgendeinen Niggerboxer in petto. Ich kann euch zeigen, wo. So, normalerweise müsste jetzt kommen, ob ich ihn verschonen soll oder nicht. Was war denn das Coup? Ab jetzt ist meine Gang deine Gang. Ja. Scheiße! Ach, ist auch schön, dass hier immer alle... Ah, ich soll hier das kaputt machen, damit er nicht mehr spielen kann, alles klar. Ja, ist auch schön, dass hier immer alle eine Waffe haben, ne? Schönes, sicheres Amerika. Was? Bis da runter? Wollt ihr mich veräppeln? Ihr wollt mich verarschen, oder? Oh, kann ich nicht erstmal die Quest hier oben fertig machen? Ich mach erstmal die hier oben fertig. Da fährst du ja ewig. Kann auch sein, dass vielleicht jetzt hier in dem Spiel meine CPU limitiert.
Ah, da müsste sie ja auf Anschlag laufen, und das tut sie nicht. Das verstehe ich halt alles nicht. Das ist mir alles zu hoch. Viel Mimimi heute in diesem Gameplay. Hey, ich war gar nicht mal so hässlich, als ich jung war. Deshalb war ich lang ist her. So, wie komme ich am günstigsten an den Rand? Am besten mit dem Scharfschützengewehr einfach auf den Typen drauf, aber ich habe ja keins. Du hast dir nichts verloren, Junge. Oh, die sind aber ganz schön scharfe Waffen hier. Was ist dein nächstes Mal? Schick deine Schwester. Fast zu spät gehört die Handgranate. Oh oh. Irgendwie hat immer keiner Munition für meine Knarre, die ich habe, ne? Also eine Tommy Gun würde ja schon ausreichen. Da, Kohle, Kohle, Kohle. Schön, wenn es Leute gibt, die sich nicht interessieren, was hier gerade passiert und einfach weiterquatschen, als wäre nichts. So, bin ich jetzt verwirrt? Ah, da ist ein Auto.